Hey ho, meine Lieben. Ja, ich war gerade auf Kartenmarkt unterwegs und deswegen ein kleines Yu-Gi-Oh! Special, was viele interessieren wird. Wir haben hier nämlich auf Kartenmarkt eine Advanced Metagame Übersicht und die Advanced letzte Events. Ich scroll immer noch ein bisschen runter. Wir haben Zodiac mit 509 Euro, was zu 55% gespielt wurde. Ja, True, also True Kings wahrscheinlich mit Dinos. Haben wir auch hier verschiedene Decklisten. Gucken wir mal kurz, wir haben Pure Zoo, was die VCQ in South America gewonnen hat. Nochmal Pure Zodiacs und nochmal Pure Zodiacs in den Top 64. Man kann die ganzen Decks hier auch vergleichen. Mal hier, gehen wir mal hier, neuen Tab. So, da haben wir jetzt auch hier schon 197 Decks. Da haben wir dann die ganzen Decks aufgelistet mit den ganzen Preisen und alles. Gehen wir mal auf das von Raphael Jones oder Jose oder wie auch immer. Okay. Advanced Metagame Chart Top 8 Archetypes Zodiac, True, Kaiju, Invoked Zombie, Yangtze, Wind Witch, Magician und andere. Okay. Und hier haben wir auch schon die Liste mit der Ash, mit der Geisteroger, Kosmozyklon, Verbotener Kelch, Zodiac Raptier, Maxi, TT, Zodiac Combo. Okay. Darkhole, Mischwiedergeburt kenne ich jetzt gar nicht. Okay. Buch des Mondes. Zodiac Rambok, okay. Mein Körper als Schutzschild, Zodiac Schweifpeitsche, Feierlicher Schlag, Tanki, Sperrfeuer, Begierde, Rasseklinge, Warning, Raigeki, Seelenlast. Gehen wir mal kurz aufs Extra-Deck, bevor ich weitergehe. Den Reitbullen haben wir hier. Die Shakaine, Hammerkong, Drachzack, Tigermörser, Eberborgen, der Gusto Emerald und Tornado-Drache. Und Sideport, Dimensionssperre, Game Seal, Kaiserliche Befehl, Makrokosmos, verbotene Afrogriffen, okay, kenne ich jetzt gar nicht. Feindkontrolle, fliegendes C, Twin Twister und mein Body is a Shield. Okay, ziemlich cool auf jeden Fall. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier noch? Also mich persönlich interessiert ja auf jeden Fall Zombie und Yangtze. Bei Yangtze gucken wir auf jeden Fall mal rein, das interessiert mich. Two King Dinosauriers, Yangtze, Top 16. Okay. So. Da hat er den Babysaurier, die Instant Fusion, Verschiedosaurier, Geisterauger, Schneehase, Susani, Dogoran, Schwarzes Loch, wahrer König, Agni Masut, okay, Tyranno Infinite, Yurasa, Aelio, Bian, okay, Neun Säulen, wahrer König, Lito, Sagiem, okay, Landform, Dragonische Darstellung, Fossile Grabung, Seenfresser auf Viraptor, Ash, Pythogon, Chivian, Maxi, den ultimativer Leiter Tyranno, okay. Sideboard haben wir fliegendes C, verbotenes Kelch, Magie Deflektor, warte mal, das war der hier. Vergeltendes C, Geister Schneehase, Schwarzes Loch, Königlicher Lass, Kungomorus, der Kaiju, Zwillingstwister. Antiker Feendrache, Lagia, Hyperblütiker, Zeugen, Norden, Trishula, Kristallflügel, Dolka, Abyssbewohner, Denlong, Baxia, Herold, Tornadrache und wahrer König aller Katastrophen, wobei der Norden ja jetzt schon gebannt ist. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Und ehrlich gesagt auch viel Gutes dabei. Also man kann jetzt schon hier durchgucken und sieht sofort, gegen was man so spielen muss und ist auf jeden Fall top, auf jeden Fall. Also
gucken wir uns mal die Karten an, die meistgespielt wurden von den letzten 105 Decks. Die Ashblüte, ach mein Gott, ey. Die Ashblüte, ja. Entschuldigung. Geisteroger, Zoldyck, Querfeuer, Dimensionsbeere, Tanki, Schweifbeite, Drachzack, Fliegendes C, Feierlicher Schlag und Zoldyck, Reitbulle. Ja, ist alten Meta eigentlich, also auf jeden Fall cool. Mehr gibt es hier auch gar nicht zu sehen. Wobei man dazu sagen muss, Zoldyck regiert gerade auf jeden Fall. Ich würde auch mal sagen, das war's auf jeden Fall für dieses kleine Video, dieses kleine Spiel. Wir gucken uns das nächsten Monat oder so nochmal an, wenn ein paar andere Events noch vorbeigegangen sind und alles. Oder in 2 Monaten muss ich mal schauen. Aber behaltet diese Seite auf jeden Fall im Blick. Also das lohnt sich. Gut, ich verabschiede mich dann aber auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.